Na, hey, ich bin der Jay, willkommen zurück hier auf meinem Kanal und beim neuen Rogue Light Hades bzw. Hades im Deutschen rausgebracht von Supergiant Games, Dezember 2018 im Epic Game Store und 2019 den Dezember im Steam Store. Und immer noch im Early Access und ja, von Blazing Beaks mit Enden, aber ohne Story zu Hades mit sehr, sehr, sehr dichter Hintergrundgeschichte und basierend auf der griechischen Mythologie des Hades und des Olymp und bla 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 bla. Ja, wir werden mal sehen, wie das hier so läuft. Hades, wer es nicht weiß, also ein... quasi wie Blazing Beaks, nur ein bisschen brutaler dargestellt, nehme ich mal an. Also isometrische Top-Down-Ansicht und dann Roguelight, Twin-Stick-Shooter und so weiter. So, erste Folge bei mir. Wir schauen einfach mal in die Optionen rein. Davon gibt es nicht gerade wenig. Wir sehen sofort, wir versuchen es mal wieder auf Deutsch. Die letzten Patchnotes haben es angegeben bei dem Spiel. Es wurde massiv an den Übersetzungen gearbeitet, aber ist es noch nicht alles final. Ja, genau wie das Spiel an sich. So, dann wollen wir mal sehen. Also Sprachen einfach mal reingeguckt. Es gibt die eine oder andere Sprache, sogar Koreanisch und Japanisch sehe ich da unten. Russisch, Spanisch, Deutsch, Italiano, Français und Espanol. Polnisch und, ja, Polnisch dürfte es auch noch sein, Portugiesisch. Also, alles klar, Dankeschön. Mitwirkende gibt es auch. Die Einstellungen, die sind sehr interessant, also mal davon abgesehen, dass man natürlich Musik, Sprache und Soundeffekte einzeln hat, was immer wieder toll ist, kann man selbst das Wiedergabegerät hier selbst einstellen. Da seht ihr gleich mal, was ich da gerade nutze. Wir haben Untertitel, das ist ganz gut, weil die Sprachausgabe dürfte nach wie vor im Englischen sein. Ich habe es mir noch nicht weiter angeguckt, muss ich dazu sagen. Ich habe schon eine ganze Weile, ich spiele das übrigens im Epic Game Store, ja, weil ich es da schon seit einem Jahr oder so rumliegen habe, hatte mal kurz reingeschaut und das war es dann auch schon wieder, weil ich dachte, ey, das ist Let's Play-Material, werden wir uns nicht weiter spoilern. So, ja, nee, Untertitel an, Maussperre. Es gibt kein Entkommen aus der Unterwelt und kein Entkommen aus dem Spiel. Ach so, alles klar, ich komme nicht mit der Maus aus dem Fenster raus, außer ich Alt-Tabbe oder so ein Blödsinn. Daten übermitteln zur anonymen... bla bla bla, Spieloptimierung und so weiter. Vibration ist an, ich spiele mit dem Gamepad. Schadenswerte anzeigen. Ich liebe Schadenswerte. Vor allen Dingen, wenn man die sehen kann und nachvollziehen kann. Man kann den Timer noch direkt aktivieren. Und der Göttermodus. Pass mal auf. Der Göttermodus. In diesem Modus bist du sofort zäher und mit jedem Ableben steigt deine Zähigkeit weiter. Der Tod ist in der Unterwelt keine große Sache. Schalte dies ein, wenn du nicht so recht vorankommst, wenn du dich auf die Story konzentrieren möchtest oder warum auch immer. Ja, wenn du ein Kacknoob bist, so wie ich, oder casual zocken willst, so wie ich, dann ist das genau dein richtiger Modus. Wir werden trotzdem erstmal auslassen und das Ganze so probieren, ja. Und ja, raus aus diesem Optionsmenü. Die Steuerung können wir uns mal ganz kurz angucken. Es gibt eine Zielhilfe und zwei Einstellungen für Maustastatursteuerung, die mich völlig kalt lässt. Dann haben wir diverse Sachen hier, die wir noch später mitkriegen werden. Und eine Dead Zone Einstellung für die Sticks. Anzeige, nicht viel zu sehen hier, außer die Auflösung, die ich habe. Also ich habe es in 1440p das Ganze am Laufen, damit ich was sehe auf meinem 4K-Monitor. Für euch wird es 1080p runtergerechnet und dann läuft. Das sieht schnieke aus letzten Endes. Ja, dann sind wir mit den Optionen durch und jetzt will ich gerade mal gucken. Ich hoffe, hier kann ich irgendwie, ich hatte wie gesagt schon mal angefangen. Ah, alles klar. Ich hatte, wie gesagt, schon mal angefangen, Fluchtversuche, vier Läufe habe ich gemacht, wir löschen das Ganze mal, bringt ja eh nichts. Und, Höllenmodus. Zeig mir doch mal, warte mal, achso, hä, was, warte mal. Für diejenigen, die weder den Tod noch andere Unannehmlichkeiten scheuen, ist der Strafpakt mit seinen harten Auflagen genau richtig. Schalte diesen Modus ein, wenn du den Kreislauf von Tod und Wiedergeburt schon viele Male durchlaufen hast oder wenn du ein unverfälschtes, anspruchsvolleres Spielerlebnis suchst. Vorsicht, du kannst dies später nicht ändern. Nein, muss nicht, dankeschön. So, wir haben übrigens ein Bild und wir haben Ton und das ist toll für meine erste Aufnahme. Few tales are told of Hades, whose very name inspires fear and penitence, reminding us of the inevitable fate which we all share. I, however, mean to tell you such a tale. Listen carefully. Okay, ja, nee, wir sind... Bye, Father. Also, wir sind im Tartaros. Ich hab's nicht wirklich gut mit griechischer Mythologie, muss ich dazu sagen. Aber wir sind Zagreus, der Sohn von
der Sohn von dem bärtigen Mann, den wir da gleich vorne sehen. Und jetzt habe ich völlig vergessen, was ich noch sagen wollte. Also anscheinend, das Intro jedenfalls war nicht übersetzt. Ist aber auch erstmal soweit nebensächlich. Wir bekommen unsere Tutorialrunde direkt ins Gesicht geschmissen, glaube ich. Ja, genau. Also den bärtigen Typ, den sehen wir nachher dann erst. Hoppla, alles klar. Also die deutsche Übersetzung ist ganz, ganz wunderschön hier. Bis jetzt noch quasi nur Gekloppe. Ja, also das ist jetzt nicht wirklich ein Twin-Stick-Shooter, sondern im Allgemeinen erstmal ein Twin-Stick-Brawler, obwohl der zweite Stick nicht wirklich viel benutzt wird. Mit RB fahren wir fort. Warum auch immer RB, könnte auch X sein, aber ist egal, beziehungsweise A. So, apropos A und X, mit X greife ich an, mit A dodge ich. Ja, da bin ich ja jetzt schon gespannt drauf, wie ich das hier benutze. Bei Blazing Beaks war ich da nicht gerade der Dodging Hero. So, aber das sieht doch, das kommt doch schon viel natürlicher rüber als bei Blazing Beaks, weißt du? Gefällt mir sehr gut. Achso, ja, also ich hatte es erwähnt, also ich werde sehr casual spielen. Ich bin nicht so der Optimierer, Pro-Gamer oder sonst irgendwas. Ich komme bei Kugelhagel auch schnell ein bisschen durcheinander und so weiter, wenn das überhand nimmt. Und werde mal sehen, wie weit ich hier komme. Ich hoffe ja natürlich, ich rege den einen oder anderen, zum Beispiel Desidius, anders selber zu spielen. Und dementsprechend vielleicht ein paar erfolgreichere Läufe zu zeigen, nicht so wie bei mir. Ah, siehst du, da bin ich direkt mal reingeeiert. Also wir sehen es hier. Dankeschön. Wir sehen es hier. Wir haben Nah- und Fernkämpfer. Und die Fernkämpfer... Da ist sie ja. Wer denn? Was denn? Die Fernkämpfer wirken bisher ein bisschen schlimmer als die Nahkämpfer. It's got to be her. Then here goes nothing. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Alles klar. Also gut, dass er selber vorliest. Das muss sie sein. Na dann wird schon schief gehen. Im Namen von Hades, Olymp, ich nehme diese Botschaft an. Okay, Olymp ist ja das komplette Götterreich in dem Moment, ja. Und im Namen von Hades heißt wahrscheinlich, ist Hades sein Vater? Ich habe absolut keine Ahnung von der griechischen Mythologie. Now, let's get you from that miserable place. I'll see that all of us upon Olympus do our part, beginning here with me. Aha, okay. Also wie gesagt, hier gibt es auch ein bisschen mehr Story drin. Das ist Athene, Göttin der Weisheit. Danke, dass es nochmal dran steht, wer Athene ist. Sei gegrüßt, edler Vetter. Zeit, dass wir dich wegbringen von diesem trostlosen Ort. Die Sorge dafür, dass wir alle auf dem Olymp unseren Teil dazu beitragen. Und ich mache gleich den Anfang. Also von der Story her, Zagreus hat Hades und die Unterwelt satt, ja, und will fliehen. Ja, also das ist die Hintergrundgeschichte von Zagreus erstmal soweit. Und jetzt Athene möchte uns unterstützen mit einer ihrer Gaben. Und zwar Segen der grauäugigen Tochter des Königs der Olympia. Göttliche Attacke. Also jetzt können wir uns aussuchen. Göttliche Attacke, Phalanxschuss oder göttlicher Sport. Wir sehen, dass das oberste, dein Angriff ist kraftvoller und kann ablenken. Angriffsschaden für plus 40%. Angriff, drücke oder halte X, um deine Hauptwaffe zu benutzen. Das machen wir schon die ganze Zeit, außer das mit dem gedrückt halten muss ich machen. Ablenken, wenn Angriffe von Gegnern gegen sie, also wahrscheinlich, wenn ich im richtigen Moment angreife. Das ist cool. Kontern, ne? Kennt man. Phalanxschuss, dein Wurf. Verletzt Gegner auf kleinem Raum und kann ablenken. Wurfschaden, geht nach oben. Wurf, drücke B. Aha, okay, die Taste gibt es auch noch, ist völlig richtig. Um Gegnern einen gewaltigen Fernkampf zu liefern. Die Formulierung habe ich auch noch nie gehört. Sammle Bla auf, um sie weiter einzusetzen. Dieses Bla, also dieser komische Kristall, das ist so eine Art Token, was wir dann durch die Gegend schmeißen. Das weiß ich jetzt schon, das sehen wir nachher noch genug wahrscheinlich. Und man kann es immer nur einmal einsetzen und dann muss man es wieder aufklauben. Ja, und dann kann man es wieder benutzen. Ist doch toll, ne? So, göttlicher Sport. Dein Sport fügt Schaden zu und kann ablenken. Also das Hin- und Her-Gedäsche macht dann entsprechend Sportschaden. So, drücke A, um eine kurze Strecke nach vorn zu stürzen. Nicht hinfallen, man muss auf den Leinen bleiben. Nutze dies, um Angriffe auszuweichen oder in Positionen zu gehen. Wenn Angriff von Gegnern gegen sie. Beim Ablenken. Ja, okay. Ich würde gerade. Jetzt geht's los. Rockleid, ja, also wer ist. Your power fused with mine. This should be good. Luft holen, okay. Wer es noch nicht kennt, Rockleids sind man versucht, das Spiel zu bestehen, wird ziemlich oft sterben, normalerweise. Und wenn man gestorben ist, fängt man von vorne an, mehr oder minder fortschrittslos. Und dann ist die Umgebung anders. Und darauf freue ich mich jetzt schon wieder total. Also
Der sabbelt ziemlich viel, der Zagreus, muss ich ja so sagen. Ich hoffe, die Lautstärke haut übrigens hin. Ich habe das jetzt allgemein mal so ein bisschen eingestellt, sodass es für meine Ohren okay ist. Für euch wird es natürlich entsprechend normalisiert sein. Ach so, hier, es gibt übrigens Fallen, die nicht nur für mich tödlich sind, beziehungsweise schädlich, sondern auch Fallentod. Sondern auch für die Gegner selbst, das ist ganz geil eigentlich. Au. Ach so, und unten links haben wir unsere Lebensanzeige, die ist ein wenig umfangreicher als bei Blazing Beaks, wo es nur ungefähr so 3 bis 5 Lebenspunkte waren. Hier haben wir ein bisschen höher das Ganze. So, 10 Kristalle erhalten. Dann erhalten wir mal 10 Kristalle. Ich habe absolut keine Ahnung, was diese Kristalle sein sollen. Ja genau, Heilung ist hier sehr rar. Und was ich noch nicht so wirklich rausgefunden habe, ist, ob die Gegenstände, die in der Gegend rumstehen, da auch Items oder sowas enthalten. Ja, Roguelikes. Ich weiß in diesem Spiel, erstens, es gibt Fortschritte, die man zwischen den Läufen freischalten kann. Mit der Währung, ich bilde mir jetzt ein, entweder auf der rechten Seite, entweder die lilanen Kristalle sind das oder unten die 20 Tokens. Oder ich weiß nicht, was die 20 unten sind. Lass mich mal kurz hier gucken. Achso, mit der Select-Taste können wir aufschalten bzw. anzeigen, was wir bereits haben. Wir haben eine Angriffsmodifikation und mehr noch nicht. Und wir sind in Kammer 3, sehen wir oben rechts. Dankeschön. Achso, und hier, die Türen zeigen immer an, was auf uns als Belohnung oder ähnliches wartet. Also hier sieht es nach Essen aus. Das sieht mir aus wie eine Götterfrucht oder eine Granatapfel, falls jemand das was sagt. Wenn nicht, dann googelt das einfach. Googelt mal Granatapfel. So, und an sich mache ich hier los. Und ich muss dazu sagen, also Casual heißt bei mir auch, dass ich mich über Tode meistens nicht sehr viel ärgere. Ich bin da sehr undramatisch, was das angeht. Wenn ich sterbe, sterbe ich. Und werde dann nicht hier rumheulen, deswegen. Manchmal ist natürlich schade. Aber, naja, so ist es halt. Ich hoffe jedenfalls, dass ich mich nicht so sehr aufregen werde. Ist ja schön in die Falle reingehauen, den Idioten. Huch, das klappt besser. Ich muss sagen, das Spiel gefällt mir jetzt. Das Spiel gefällt mir bisher wirklich sehr gut. Ah ja. Ein Power-Apfel. Okay, so kann man es auch nennen. Und der gibt mir... Okay, das gibt kein Essen, so wie es aussieht. Das Power of the Gods. Jedes süße und bittere Stückchen der blutroten Frucht hat eine bindende Macht. Göttliche Attacke EB... Ja. wird zu EB2. Dein Angriff ist kraftvoll und kann ablenken. Also okay, auch wieder... Ach so, das ist genau diese Modifikation, die wir vorhin aufgesammelt haben. Und da es die einzige Wahl ist... Es ist quasi die absolute Wahl hier, dass wir diese Attacke aufwerten. Cool. Wir können aufgesammelte bzw. gefundene Modifikationen updaten. Das ist ja cool. Achso, wer Super Giant Games übrigens nicht kennt, deren, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber deren Erstlingswerk bzw. erstes sehr bekanntes Werk war Bastion, was vom Spielaufbau her ähnlich war. Nicht so roguelike-mäßig, sondern eher storylastiger und statischer. Aber auch so von der Optik her. Müsst ihr spielen, super Spiel, muss ich mal wieder spielen. Meine Fresse, habe ich Ewigkeiten. Ich glaube, es war eines der ersten Steam-Spiele, die ich mir gekauft habe. Na, jedenfalls kam danach noch von Super Giant Games. Hier gibt es wieder diese lilanen Kristalle. Wo sind denn meine übrigens hin? Achso, die werden einfach nicht angezeigt, alles klar. Ja, das zweite war dann, glaube ich, Transistor? Transistor war ein... Au, das war die falsche Taste. Das war ein Strategiespiel, beziehungsweise ist ein Strategiespiel von Supergiant Games. Ja, da könnt ihr stehen bleiben. Dankeschön. Und das dritte und letzte und relativ... Ach du Scheiße. Oh, das ist ja mies, was sie machen. Das relativ aktuellste von den Kollegen ist Pyre. Dieses Roguelite-Kartenspiel. Falls jemand das nichts sagen sollte, guckt euch das an. Lohnt sich auf jeden Fall. Ist nicht so mein Spielstil, deswegen habe ich es direkt mal nicht gekauft. Kann man sich ja auch mal erlauben, ein Spiel nicht zu kaufen. So, hier gibt's Leben. Das sieht mir sehr nach einem Herz aus. Oder so Lebensenergie oder mal gucken. Also wie gesagt, ich kenne das Spiel noch nicht so genau. 4 Läufe habe ich gemacht. Und das ist auch schon wirklich wieder ein Jahr her. So, die rote Umrahmung des... Rahmung hier sagt uns nichts Gutes, nämlich dass wir gleich tot sind. Der hat jetzt ein bisschen, der hat schneller angegriffen. Es gibt keinen Kommen.
weiß noch nicht, wie lange wir die Folge machen. Ich bild mir ein, ich bin jetzt ungefähr bei 15 Minuten. Ach, verdammt. So, wir tauchen aus dem Blutpool auf und sind im Haus des Hades. Das ist unser Hub. Yes, carry on everyone, don't mind me. Wir sind im Hades angekommen und hier sehen wir die ganzen Seelen, die in der Warteschlange stehen zur Aufnahme in der Unterwelt. Die sind quasi frisch getötet worden. Und da kann man sich vordrängeln. Und die machen Emotions. Die machen hier Emojis. Finde ich total lustig. Back already. Ja, das ist Vater, glaube ich. Also wollen wir mal erstmal sehen. Also die Ausrufezeichen über dem Kopf haben, man kennt das von WoW und ähnlichen Konsorten. Die kann man anlabern, die haben was Wichtiges zu erzählen. Denken sie jedenfalls. Wait, I know you. Guess that means you died out there, huh? Well, don't be sad though. Pretty much everybody dies sometime. Hm, hat er recht. Warum mal Hypnos ist auf jeden Fall, ist er Inkarnation des Schlafes. Alles klar, das ergibt Sinn. Hypnos, ne? Verstehst du? Okay, und labert uns direkt mal von der Seite voll. In der Tat. Okay, hier haben wir ist es Cerberus? Cerberus heißt er, ne? Infernal Watchdog Cerberus regards the underworld prince with mixed emotions. From purest joy to deepest melancholy. Voll lustig. Der dreiköpfige Höllenhund. Und you watch over things for me, won't you, boy? You know I'd take you if I could. Ja, den würde ich wirklich gerne mitnehmen. Ich sag nur Fluffy. Okay, dann streicheln können wir ihn auch noch. There's a good boy. Ja. Die gelbe Cerberus-Zunge hängt ihm aus dem Hals. Super. Okay, Fadan, was gibt's? Stupid boy. I told you nobody gets out of here, whether alive or dead. So how is your wanton ransacking of my domain? Greetings, father. Ransacking was a delight, thank you for asking. So I'll just be on my way again. Be on your way indeed. What do I care? You shall never reach the surface. Go, see for yourself. Okay. Also Hades interessiert sich einen Scheiß darum, ob wir durch die Hölle ramponieren oder nicht. Auch mal schön, ja. Er geht davon aus, dass wir sowieso nicht erfolgreich sind. Ist doch toll, ne? Total der Fürsprecher. Do not despair and hold to your resolve, child. Tell me something. Has the goddess Athena thus been true to her word and her willingness to lend you her support? Jo, hat sie. Macht sie. She has nix. I'm grateful that you put us into contact and explained to her the situation that I'm in. It gladdens me to hear it. Seldom do Olympians consort with those born of the underworld. Yet your circumstances seem to do cause for an exception. She shall make a powerful ally. Echt jetzt? Könnte eigentlich mitkämpfen, aber nö. So ist das bei Göttern. So, hier ist eine Tür, oder kann man nicht rein? Dahinter sind diverse Bäume, alles klar. So, dann wollen wir uns mal so ein bisschen im Hub umsehen. Ich weiß absolut nicht mehr, wo es lang geht. Wer bist denn du? Good to see you, lad. Despite the circumstances. Remember your training out there. The pain of death is but another obstacle. Achil, vergessener Hero. Heros. Aha. And fear is for the weak. Take care, Achilles. Achil wird im Englischen Achilles ausgesprochen. Also Achilles, Achilles kennt man ja. Was ist denn hier? Hier blinkt was. The House of Hades. That dark and lavishly appointed lair of the underworld's king is home not just to him, but to his willful progeny. Ich zögere gerade so ein bisschen, alles vorzulesen. Ich meine, Deutsch lesen sollte man können, eigentlich. Ja, und da hier auch eine Sprachausgabe, wenn auch Englisch vorhanden ist, im Gegensatz zu Zelda Wind Waker zum Beispiel, weiß ich nicht so genau. You know I can hear you, old man. Welcher alte Mann? Wer erzählt dir was? Bist du das? Nee. Gesperrt. Irgendwas ist gesperrt. Achso, die Tür ist gesperrt. Na gut, kann sie ja. Was ist mit euch? Tratschende Waschweiber hier. What's the good word? Todesursache Schierling. Ach was. Den Witz verstehe ich nicht. Na egal. Falls mir der Inner erklären kann, bitte tut euch keinen Zwang an. Haben wir hier noch eine Tür? Hier ist auch gesperrt. Alles klar, wir sind total am Anfang. Hier ist noch alles gesperrt, außer der Weg, den wir erstmal gehen sollen. Können wir dich nochmal streicheln? Bitte. Circumstances call for more pets. Streichel. Warum streichelt er immer bloß den linken Kopf? Was ist denn mit den anderen beiden? Kann ich hier drüben auch streicheln? Nee, anscheinend nicht. Schade.
Alles klar. Ich finde die Schatten hier so toll. Oh, die Reihen haben sich ein bisschen geleert. Aber hier ist ein dicker Schatten. Hier ist so ein dicker Schatten. Okay. Interessant. Noch irgendwas? Also hier gibt es halt erstmal im ersten Moment natürlich furchtbar viel zu sehen. Und wir machen auch ganz leisure die erste Folge hier. Hey, Room. Den zweiten. Hallo, Gemach. Ich bin zurück. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Macht er das am Ende auch? Tschüss, Gemach. Mit Spiegelkräfte stärken. Machen wir gleich. So. Ja, am Anfang halt furchtbar viel zu erzählen hier. Den zweiten Lauf werden wir trotzdem noch anfangen. The bedchambers of Prince Zagreus lie in a perpetual state of utter disarray, despite his lord and master of the house repeatedly insisting that he pick everything up. Wenn Hades persönlich... Oh, come on, it's not that bad, is it? Wenn Hades persönlich dich dazu aufräumt, dein verdammtes Zimmer aufzuräumen, ja, was willst du machen? Ausruhen. Wir können uns ausruhen. Was bringt das? Bringt das was? Da gehe ich bestimmt das Spiel ins Hauptmenü zurück. Deswegen lassen wir das erstmal. So, was haben wir hier? Diverse Truhen mit diversem Zeug. Ein Schreibtisch hat er auch. Toll. Kein PC, verstehe ich nicht. So, dann gucken wir uns mal den Spiegel an. Beziehungsweise denken nach. Night and darkness guide me. Okay. Hier haben wir unsere permanenten Upgrades, die wir freischalten mit der Währung der lilanen Kristalle. Und ja, die bleiben uns erhalten, wie zum Beispiel stonische Vitalität, Schattengestalt, Todesverachtung, stärkender Reflex. So, dann wollen wir doch mal sehen. Schattengestalt ist in Prozent je Rang. Je Rang wird dir 10% Schaden angerechnet, wenn du Gegner hinterrücks triffst. Ach so, Angriffe von hinten. Cool. Das ist toll. So, stonische Vitalität. Je Rang erhältst du beim Betreten einer Kammer plus ein Herz. Oh, was ist denn ein Herz? Auf jeden Fall werde ich es definitiv machen. Todesverachtung. Je Rang erhältst du 50% ein Herz mal, was? 50% Herz 1 mal zurück, wenn deine Lebenskraft erschöpft ist. Das verstehe ich nicht. Das müssen wir ausprobieren. Stärkender Reflex. Je Rang kannst du plus 1 zusätzlichen A-Sport in schneller Folge auswählen. Oh, Double Dash und so weiter. Alles klar. So, das kostet aber ein bisschen mehr. Dann werden wir auf jeden Fall erstmal den hier machen. Und jetzt können wir ja entweder sparen oder auch mal den hier machen. Ich glaube, wir machen mal den hier, um das einfach mal gehabt zu haben, beziehungsweise zu haben. So. Alright, I'm ready. Ja, bin ich auch. Alles klar. Hier geht's dann zum... Geht da einfach. Alles klar. Okay. Okay, achso, ist noch nicht das... Ich kann durch das rosa Fenster verschwinden. Alles klar. Er bricht immer aus dem Fenster, durchs Fenster aus. Okay, und hier haben wir... Hier haben wir Waffen, die wir freischalten können. It's sealed shut. Was ist denn das? Ein Speer? Alles klar. Was ist das? Ein Schild? Und hier war Pfeil und Bogen. Ach so, und drüber mit Schlüsseln, so wie es aussieht. Ein Schlüssel für den Bogen. Mhm, okay, dann wird hier wirklich ein Twin-Stick-Shooter draus. Was ist das hier? Nothing here yet. Andenken. Für diejenigen, die ihre Freunde wirklich kennen. Ach so, lass mich raten. Je mehr wir von den Typen töten oder so, desto mehr Infos kriegen wir hier. Geheimversteck. Was auch immer es enthält, bleibt weiterhin ein Geheimnis. Toll. Schön für das Geheimversteck, muss ich ja sagen. Gib jemanden bla, um dieses Andenken zu erhalten. Okay, wir können anscheinend auch Geschenke verteilen. Das wird ja immer umfangreicher hier. Mann, ich sehe schon, wir werden unsere helle Freude an diesem Spiel haben. Was mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben ist, ist dieser Ausblick hier. I can do this. Das sieht doch einfach mal klasse aus, oder? Doubtless I'll be running into Meg. A river of flame ought to be just beyond. Find a way up to Elysium from there, and after that. Alright, let's give it another shot. geht er erstmal in anmutiger Pose und vor Elysium Hintergrund seinen Fluchtplan durch. Alles klar, na dann. Wollen wir nicht weiter dran hindern? Versuchen wir es einfach nochmal für diese Folge. Die Mucke ist geil. Und ja, ich habe mir den Soundtrack geholt. Zum Donner, ist das? Ist das wirklich er? Okay. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Okay. Wer diesmal? Donner sagt mir bestimmt Thor. Zeus, na gut, so rum halt. Your father has always been rather difficult. And he is not so much as called in quite some time. You'll have a better home where you belong, here on Olympus. And to help you on your journey, have my blessing.
Sehr gut. Zeus ist auf unserer Seite. Bezwinger der Titanen, die vor ihm Himmel und Erde beherrschten. So, dann haben wir da. Ja, haben wir wieder das übliche. Oh, hier haben wir was episch. Oh, meine Fresse. Es können nicht nur einfach nur hier Fähigkeiten droppen, sondern die haben auch anscheinend eine Chance, episch zu sein. Das ist ja super. Deine Spezialität bewirkt, dass Gegner in der Nähe vom Blitz getroffen werden. Donnernder Tusch. Aber was ist denn meine Spezialität? Achso, Y, alles klar. Müsste man vielleicht mal testen. Tjo, na dann nehmen wir das doch. Lord Uncle Zeus lending his support. Never thought I'd see the day. Or night. Whenever. Onkel Zeus. Zeus ist doch der Typ, der da oben alles beherrscht, ne? Irgendwie so. Achso, das ist mein Spezial. Alles klar, das ist gut zu wissen. Hier haben wir schon wieder was zum Betrachten. Composed of such innumerable, ever-shifting, interlocking chambers, the underworld of Lord Hades all but guarantees the dead shall there remain until the end of time. Vorhin hat er gesagt, I'm not dead. Vorhin hat er gesagt, du weißt schon, dass ich dich hören kann, alter Mann, aber welcher alte Mann? Würde mich gerade mal interessieren. Was ist mit euch hier eigentlich? Shoo. Husch! Wir können die Geister kaputt hauen. Das ist nicht lustig, wer lacht da? Sorry. Lustig. Finde ich total lustig. Schön trockener Humor hier so ein bisschen. Wie oft kann ich mein Spezial einsetzen? Ah, die Kunden. Ich würde gerne richtig schön über die fluchen. Dazu müsste ich aber erstmal wissen, wie sie heißen. Achso, und von hinten machen wir jetzt mehr Schaden. The underworld's power. Und bis jetzt noch keine Abzweigung hier, soweit ich sehe. Aber wird's auf jeden Fall noch geben. Die Grafik ist doch, also die Grafik, die Optik ist doch super. Die Visuals hier. Finde ich jedenfalls. Alright, who's next? Ja, wer ist der Nächste? Echt jetzt? Achso, hier hinten. Hier hinten eierst du rum. Okay, schön, dass man die staggern kann. Finde ich gut. Und anscheinend gibt es auch extra Schaden, wenn man sie gegen die Wand kloppt. Also gegen einen haben wir hier nicht wirklich ein Problem. Jedenfalls nicht auf die Nähe. Okay. Gefällt mir. Weniger ausweichen, mehr kaputt hauen. Oh, it's her. Wer? Warte mal. Lag hier hinten nicht noch Kohlen rum? Entweder habe ich die automatisch mit eingesammelt, was total praktisch wäre, oder die sind verschwunden, weil ich sie nicht eingesammelt habe. Na gut. It must be a mess. Let's see here. Hi there. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Ich glaube, ich weiß, wer es ist. Ach, liegen meine Haare. Moment. Ja, hier im Namen Hades. Bla bla bla. Oh, nichts für schwache Nerven. I have to say you're quite the specimen, and so I've decided I shall aid you for the moment. You interested? Aphrodite, Göttin der Liebe und Göttin des Ausverkaufs an Sommerkleidung, so wie es aussieht. Gibt uns ihre Gaben. So, die alle überstrahlende Olympierin vermag es, Sterbliche in ihren Bann zu schlagen. Ja, definitiv, ja. Und wenn es ihre Ausstrahlung nicht ist, dann sind es die zwei großen Augen. Na, ist egal. So, dann wollen wir mal sehen. Schockschuss. Dein Wurf streut über kurze Distanz und macht Gegner schwach. Ganz schwach. So, Feuersport, Sprint macht schwach. Und Lebensbejahung, die Kammerbelohnung in Form von Herzen sind mehr wert. Das nehmen wir. Also... Interested? In the power to break hearts? Sure, I don't see why not. So, das ist gut. Alles, was Lebensenergie bringt, ist bei mir sehr willkommen. Hier links scheint es einen Schlüssel zu geben und rechts gibt es Belohnung in Form von Währung. Wir gehen mal in Richtung Schlüssel. So, da gab es jetzt gerade so ein bisschen Plus. Ich habe es nicht genau im Auge behalten. Was ist denn hier? Ah, okay. Also auf der B-Taste. Anscheinend haben wir unsere Fernkampffähigkeit in irgendeiner Form. Jetzt wurde ich von irgendwas getroffen und ich weiß nicht was. Das ist ja toll. Oh, da habe ich ganz genau gesehen, von was ich getroffen wurde. No, you don't. Erstmal schön um die Kollegen kümmern, die hier so abartig im Weg rumstehen.
Wandkill. Okay, jetzt habe ich jetzt konnte ich es auch lesen. Wandkollision oder irgend sowas. So, da haben wir unseren Schlüssel. This can unlock something back home. Da hat er völlig recht, der Zagreus. Oder Zagreus oder sowas, ja. Also das mit dem Griechischen ist mir echt aktuell sehr englisch hier. Zagreus hört sich auf jeden Fall seltsam an. Na gut, dann gehen wir mal weiter. So, das Ganze, das heißt, dieser Lauf hat sich auch schon wieder gelohnt, weil wir haben einen Schlüssel dazu bekommen. Ist doch klasse. Oh, hier gibt's anscheinend auch noch Trittbrettfallen oder sowas. Wo auch Gegner reinlatschen, was ich sehr goldig finde, muss ich sagen. So, die Kammern sind halt eine Sache für sich, weil halt mehrere Wellen von Gegnern kommen und den Typen hätte ich echt voraussehen müssen, aber dafür hat er auch direkt von hinten eine verblättert bekommen. Mal ganz kurz konzentrieren. Und dann geht's auch schon weiter. Kein Entkommen. Hat er völlig recht. Ein Kentaurenherz. 33 Leben halten. Ich bin oberglücklich. Das war also ziemlich das erste Mal, was wir hier Leben bekommen haben gerade. Im Allgemeinen. So, lila Währung oder was ist denn hier? Einkaufen. Was? Einkaufen? Oh. Dafür sind unten rechts die Münzen. Was haben wir denn da? Passive. Du erhältst beim Betreten einer Kammer 15% mehr blablabla Leben oder sowas. Hydralite. Oder Hydralit. Das hört sich sehr gut an. So wird mein nächstes Bier heißen. Hauch des Ehreboss. Sofort. Du erhältst 23 so und so. Also direkt mal Währungsgetausche hier. Alles klar. Prometheus-Stein. Passiv. Beziehungsweise Passive. Du erhältst einen Bla für deinen Wurf. Dauer, 3 Scharmützel. Ach so, die hier, da steht noch eine Dauer dran. 3 Kammern. Aha. Okay. Interessant. Nach dem Ableben kehren alle Münzen zu Charon zurück. Umtausch ausgeschlossen. Also super, das ist super kleingedruckt. Achso, Brunnen des Charon. Man sollte auch erstmal die Überschrift lesen. Charon ist übrigens der Typ, der einen über den Styx segelt, wenn man gestorben ist und in der Hölle gelandet, beziehungsweise in der Unterwelt. Die Reichtümer der Unterwelt steigen manchmal aus der erdrückenden Dunkelheit nach oben. Achso, der glaubt auf, was in dem Fluss rumschwimmt. Alles klar. Das ist ein sehr interessantes Hintergrundwissen. Okay, dann wollen wir mal sehen. Wollen wir mehr davon? Ich glaube, ich nehme mehr davon. Just what I need. Und jetzt können wir uns den Rest nicht mehr leisten, außer das hier. Plus ein... Ja, aber wozu ist denn dieser Stein da? Bis jetzt konnte ich den... Ach, sehe so. Ah, jetzt sieht man das mal. Siehst du, wir können das werfen und dann liegt das Teil irgendwo in der Gegend rum. Und muss erstmal wieder aufgesammelt werden. Alles klar. Wie ich es bereits gesagt habe, jetzt nochmal in Aktion gesehen. Was ist denn? Oh, der ist ein bisschen dicker. Siehst du, guck mal. Der hat 2 Lebensanzeigen. Vorsicht. Gehabt. Wenn ich jetzt noch ein Substantiv dazu finde. Alles okay. 2 Lebensbalken. Jetzt habe ich's. Muss man auch echt erstmal hier klarkommen. Wäre natürlich schön, wenn die nicht beide auf der gleichen Stelle rumgammeln würden. Aber läuft irgendwie. Es geht eigentlich. Es geht, muss ich sagen. Okay. Da haben wir dich. Da haben wir schon wieder 43 von diesen lila Dingern. Gibt es jetzt hier in den Vasen noch irgendwas oder nicht? Das ist, wenn ich das wissen würde, dann müsste ich die nicht alle kaputt hauen. So, hier links gibt es Kohlen, so wie es aussieht. Und rechts gibt es irgendwas. Da ist aber ein Schädel mit dran. Aha, ein Schädel und so ein Rangabzeichen. Also ich nehme mal an, entweder ist hier ein Boss oder ein Miniboss oder eine Elite oder sonst irgendwas. Wir gehen mal... Heißt das direkt Laden vielleicht? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir plus einen Lebenspunkt bekommen, als wir durch die Tür gegangen sind. Ich glaube, ich höre den Fluss. Okay, ich sehe den Fluss. Mit ganz vielen Händen drinne. Verschwindet ihr Hände? Aha. Achso, Charon Shop mal höchstpersönlich. Stiegischer Fährmann. Just minding my own business, taking in the sights, and hey, what's that? You got some sort of wares for sale? Then I'll just have a look around.
Okay, also Taxifahrer Charon bietet seine Dienste auch an, weil die Anwender gerade mal nicht jemanden über den Styx schippert. Was haben wir hier? The infernal wares of the Stygian boatman Charon lie sprawled about. Available for sale, whomever would be willing to quench the boatman's great thirst for riches. Was heißt denn Hunger nach Reichtümern? Der Junge möchte doch bloß bezahlt werden. So, da geht's. Ach so, links geht's jetzt raus und zwar jetzt wirklich ohne Wahl. War ich nicht. Ohne Wahl in Richtung eines Elites oder ähnlichen. So, die 100 und 150er können wir uns nicht leisten. Wir können uns einfach mal hier nochmal so ein bisschen Währung mitnehmen, alles klar. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache, ob ich dann letzten Endes immer so direkt nach dem letzten Lauf die Folge beende oder ob ich dann noch was freischalte oder ob ich das Freischalten dann letzten Endes in der nächsten Folge am Anfang mache. Gucken wir mal. Never gone this far. Da hat er völlig recht, so weit bin ich noch nie gekommen. Uh-oh. Ach hey, was ist denn hier los? Au, nicht treffen. Au, das tut weh. Ah, ich sehe nichts. Ah, jetzt wissen wir auf jeden Fall, was Elites sind. Ah, nicht in die Falle gehen. Immer schön erstmal einen bearbeiten. Ah, nein, da hat er mich erwischt. Nein, da hat er mich schon wieder erwischt. Okay, habe ich dich erwischt. Toll, jetzt hat er den Stein. Super. Der hat den Stein aufgefangen. Und wir haben die Kollegen besiegt. Das ist ja super. Was gibt's denn dafür? It's Uncle Number Two. It's got to be. Then, in the name of Hades, Olympus, I accept this message. Aquaman. Oi there, little Hades. You recognize your uncle, do you not? We have a lot of catching up to do, but first things first. You get yourself out of that dour underworld. As for me, I'll see if I can stir things up a bit to cover your advance. Finde ich gut. Der gefällt mir. Onkel Poseidon. Ahoi, der. So, was hast du denn für mich? Du hast mir was Episches. Dein Wurf verletzt Gegner in einem Bereich und stößt sie weg. Da haben wir doch aber schon was. Ne? Das könnte jetzt übrigens ruhig angezeigt werden. Na, egal. Versunkener Schatz, du erhältst eine bunte Mischung aus Edelsteinen, noch mehr Edelsteinen, Münzen und Herzen. Toll. Super, eine bunte Mischung, ein Potpourri an Gefühlen quasi. Was schön wäre, wäre natürlich auch einfach mal ein vernünftiger Angriff hier. Nehmen wir nämlich das. Okay, also der wird das wahrscheinlich nicht jedes Mal alles erzählen. No way to patch up. Got to keep going. Ja, schön. Ich finde es toll, dass er so ziemlich viel kommentiert hier. Muss ich sagen, vor allen Dingen, der weist dich halt manchmal darauf hin, auf seine Sorgen und Nöte, von wegen, ich bin verletzt, buhuhu. So, dann wollen wir mal gucken. Sturmangriff so und so, alles klar, gibt mehr Angriffsschaden, ist ausgezeichnet. Donnernder Tusch, das war Special. Lebensbejahung ist das von Aphrodite gewesen, alles klar. Ich bin mit der ersten Folge soweit eigentlich ganz zufrieden, muss ich sagen. Wir haben nicht völlig verkackt bisher, haben sogar jetzt mal ein Elite besiegt. Schien jetzt nicht wirklich ein Boss oder sowas zu sein, sondern einfach nur schwerer. So, hier gibt es jetzt noch Edelsteine und links wieder einen Schlüssel. Dann gehen wir doch direkt mal in Richtung Schlüssel. Werden wir wahrscheinlich eh nicht bekommen, weil ich so ganz wenig Leben habe. Ah! Ah, nein! Oh Gott! Ja, alles klar. Zu viel von überall. Zu viel für den Anfang. Meiner Meinung nach. Okay. Und da sind wir. Alright. Na gut. Again? Schon wieder? So, da sind wir wieder angekommen. Im Haus des Hades. Mit seinen fröhlichen Bewohnern, so wie es aussieht. So, Kollege, wie heißt er? Habe ich schon wieder vergessen. Egal, hat was zu sagen. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Denn damit wäre es das hier gewesen mit der ersten Folge Hades, beziehungsweise Hades. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bedanke mich fürs Zusehen und jeden Kommentar, jeden Like und so weiter, den ihr darüber habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.